Im Abfab gibt es Crossdresser, Gays. Das ist ein Teil des Ganzen. Es gehört einfach dazu. Wir drehen in einer Bar mit Safi. Oh, hallo, dich kenne ich doch. Ich bin als Kind mit meiner Mutter immer hier gewesen. Safi sucht nach Christopher, weil er weiß, wohin Eddie und Patsy ihre Tochter gebracht haben. Ich war überwältigt von ihrer Professionalität. Sweet and kind. Hau ab, du filziger Mottenteppich! Jedes Mal, wenn sie mich anschreien mussten, sagten sie hinterher, oh, sorry, wir haben es nicht so gemeint, wir lieben dich doch. Safi singt ein Lied während einer Karaoke-Nacht. Das war tatsächlich einer meiner schönsten Drehtage. Die Drag Queens, oh mein Gott. Diese Outfits und das Make-up. Ihr Talent, solche Looks zu kreieren. Und das alles machen sie selbst. Heute trage ich ein blaues Paillettenkleid, das mir selbst gehört. Ich hab's aus einem Vintage-Shop. Sing doch einfach was, dann werden sie schon Ruhe geben. Es ist wie eine Erlaubnis, sich nicht benehmen zu müssen. Absolutely Fabulous ist eine Lehrstunde in Drag. Ich habe meinen Urlaub gecancelt. Eigentlich sollte ich in Thailand sein. Ich glaube, für die meisten Leute wird heute ein Traum wahr. So viele Schwule und Drag Queens streben danach, so zu sein wie Patsy und Eddie. Es ist toll, dabei zu sein, einfach weil es Abfab ist. Noch einmal, es geht darum, sich nicht zu benehmen. Zu sagen, ich bin so, wie es mir passt. Vielen Dank auch. Absolutely Fabulous, der Film. Ab Donnerstag, den 8. September, nur im Kino, Schätzchen.